Lächerlich, wenn sie nicht so gefährlich wäre. Habe ich geglaubt, man könnte sie auf Trinitys Seite ziehen? Ja. Aber jetzt nicht mehr. Wir waren uns nah, sie und ich. Es gibt eine Bindung. Aber ich fürchte, es gibt keine andere Wahl. Sie muss gebrochen werden. Und es ist möglich. Ich habe schon stärkere gebrochen. Du hast mich noch nicht gelebt. Ja, was mir auch eingefallen ist, wie geht es eigentlich, dass die Tagebücher von Anna hier sind? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Anna war doch nie hier unten. Aber das war echt obvious zu übersehen. Naja, egal, was soll's. Jetzt haben wir's ja. So. Hier auch einmal durchgucken. Ich würde sagen, gerade wenn wir Dinge suchen, ist so Instinkt ab und zu echt nützlich. Weil gerade hier in dem Nebel zum Beispiel sieht man gar nicht so viel. Und ich meine, der Überlebensinstinkt, finde ich, ist kein Schummeln, weil... dafür ist er ja da. Pfeile sind... Oh, wir können Pfeile mitnehmen. Habe ich mal wieder welche verschossen? Oh Gott, hier sind Gegner. Hier noch mehr? Da unten sind zwei. Die können wir easy... Vielleicht kann ich durch zu einem lautlosen Kill von oben ansetzen. Sucht weiter. Nichts zu sehen. Das macht sie anscheinend nicht. Sie muss hier irgendwo sein. Naja, ich muss hier irgendwo sein. Das siehst du richtig. Nein. Versuch das nochmal. Na los! Ähm.
Feuer frei los. Ich werde dich mitnehmen. Wo ist er denn? Scheiße, dass ich dich echt nicht erwische. Lenkt dich das vielleicht ab? Nein, tut es nicht. Weißt du was? Ich sollte dich ja wohl noch erledigen. Hörst du nicht drauf? Junge, du nervst schon, weißt du, ne? Das hält mich nicht auf! Na, stell welche her! So, jetzt sollten sie alle down sein. Naja, war ja quasi gut gemacht von mir. Flasche brauche ich nicht. Stimmt, dem habe ich einen Kopfschuss verpasst. Ich erinnere mich, hier hatte ich mich nicht näher umgesehen, weil ich war zu sehr mit... Oh! Ach so. Das mit den Dosen wieder loslassen klappt hier irgendwie nicht so richtig. Dosen, Flaschen. Das können wir mitnehmen. Ach so. Ah, den kann ich nicht plündern. Okay. Sind so Haken, na, da schwingen wir uns doch mal drüber. Da ist doch bestimmt noch irgendwas. Sonst würden sie das doch nicht so schön anbieten. Muni. Heilung. Und ein Relikt? Ja. Nee, ein Dokument. Mit dem Tod des Kaisers fiel der Prophet in Ungnade und wir wurden gezwungen, in der Dunkelheit der Nacht den Weg ins Exil anzutreten. Der neue Kaiser missbilligt den Propheten. Die Ritter des Trinity-Ordens konnten somit nicht mehr aufgehalten werden. Wir flohen in Richtung Wüste, um neu anzufangen, als der Trinity-Orden uns überfiel und den Propheten ermordete. Ich sah ihn sterben. Wir brachten seinen Körper in eine Höhle in der Nähe der Oase und begannen voller Trauer, ihm ein Grab zu errichten. Der Trinity-Orden wird nicht aufgeben.
Sie wollen nicht nur den Tod des Propheten, sondern auch die Mysterien der göttlichen Quelle ergründen. Sie werden zurückkehren. Aber in unserer dunkelsten Stunde ist der Prophet auferstanden. Er hat den Tod besiegt und wird nun auch unsere Feinde besiegen. Der arme Alter. Ich würde nicht dauernd wieder auferstehen wollen. So, mach mal lieber so, nicht, dass wir Schaden allein und dann sterben aus einem sinnlosen Grund. So, gehen wir mal weiter und hoffen, dass da keine Gegner mehr sind. Gut. Heilkräuter nehmen wir mit. Wie gesagt, Münzverstecke brauchen wir eigentlich auch noch einige. Oh, ach nein, Dose. Ich übersehe auch oft Münzen, die einfach rumliegen, habe ich das Gefühl. Die sehe ich immer ganz besonders schlecht. So, hier können wir das Gleiche machen. Hier ist nichts. Vielleicht hier oben?